Tag auch, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Leute, heute gibt's eine richtig geile Sauerei mit Resten von gestern. Und ich hoffe, das wird richtig geil. Es wird nämlich ein Burger mit frittiertem Mac and Cheese. Hoffentlich wird das was. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Jo Leute, ne Mac and Cheese Burger Bomb, keine Ahnung, was weiß ich, was wir machen. Denn mein Sohnemann, der hat gestern für die Family gekocht. Und zwar hat der ein Rezept aus dem Internet gemacht, Mac and Cheese, also so Macaroni mit Käse. Und Leute, das war grandios, das war mega lecker, aber das war auch super mächtig und da ist ungefähr ein Kilo von übergeblieben. Egal, es war aber auf jeden Fall der Hammer. Übrigens, wenn ihr wollt, haben wir nämlich gerade mal so entschieden, wenn ihr wollt, dass ich das Mac and Cheese nächste Woche oder übernächste Woche, weiß ich noch nicht, so wie ich jetzt schaffe, vielleicht mal im Dutch Oven ein Video von mache, also nur dieses Mac and Cheese, dann schreibt das am besten mal hier in die Kommentare und dann machen wir darüber auch ein Video. Naja, auf jeden Fall, wir haben noch von gestern, und da ist super was übergeblieben, ich habe mir jetzt einfach mal hier nur ein bisschen geholt, da ist noch ungefähr 7-mal so viel im Kühlschrank. ja, und dann habe ich irgendwo mal wieder... Irgendwo in so einer amerikanischen Fressfood-Sendung habe ich gesehen, wie das mal einer, glaube ich, gemacht hat. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Aber egal, heute mache ich das. Und zwar will ich den frittieren. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Also das kann auch komplett in die Hose gehen. Aber es könnte hinhauen. Ich will das gleich zu so einem Ballenform einfach nur einmal in Ei wälzen. Dann hier habe ich hier Panko-Streusel. Und dann geht das in eine Fritze. Nein, geht nicht in eine Fritteuse. Ich habe hier so einen Minitopf. Der ist super, wenn du nur so eine Sache frittieren willst. Dann mache ich da ordentlich Öl rein und dann wird der da drin ausgebacken. Hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass er auseinanderfällt. Aber da ist so viel Käse drin, das müsste dann eigentlich so zusammenhalten. Mega geil. Und dazu machen wir uns einen klassischen Burger. Ich habe mir noch ein bisschen Hackfleisch. Da werden wir gleich so 200, 250 Gramm Patty schnell mit der Hände formen. Da werde ich heute mal als Besonderheit... Ich habe nämlich heute so ein bisschen am Grill geschrubbt und da habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, wo ich da die Burger mache, da kann ich doch mal meine Roste umdrehen. Und ich glaube, bei ganz vielen geht das so. Bei den Bernhard Grills ist es bei jedem, glaube ich, Standard so. Und ich bei vielen anderen Grills habe ich auch schon gesehen, dass die Gussroste auf der einen Seite eine spitz zulaufende Seite haben. Und das ist meistens die Seite, die auch oben ist, weil darauf machst du halt das ganze Fleisch, die Flügel und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist die schön flach, also hast du mehr Auflagefläche. Und da kannst du natürlich geil Burger, Fisch und sowas alles drauf machen. Alles, was halt mehr Fläche braucht. Und deswegen habe ich gerade einfach mal meine Gussroste umgedreht. Und dann machen wir da drauf, genau hier mit dem Hackfleisch. Und ja, in letzter Zeit habe ich ja viel auch auf meiner Gussplatte gemacht. Aber die ist heute reserviert für Bacon, weil auf dem Burger gehört Bacon. Also machen wir da Bacon drauf. Ja, und das war auch schon. Ich habe noch so ein bisschen Barbecue-Soße, so ein bisschen Salat. Wie der Johnny sagen würde, für die Girls. Aber, ja. Und habe hier noch mehr Salz, Pfeffer, um das so ein bisschen auf den Burger zu machen. Das war's. Und ich würde sagen, ja, normalerweise sagt man nie lang schnacken, Kopf im Nacken. Aber, nee, gesoffen wird jetzt noch nicht. Jetzt wird gegrillt. Und zwar, ich hoffe, was richtig Geiles. Also, ja, kommt mal ran hier, Vorbereitung, dann am Grill und dann sehen wir uns gleich beim Futtern.
Leute, fertig ist das alles. Jetzt basteln wir uns mal einen Burger. Ist nämlich ganz schön windig geworden und ich kriege langsam Kohle ab. Also, kommt mal ran. Leute, was ein geiler Apparello. Wirklich mega. So, das heißt, ja, das lief alles super gut. Also viel besser, als ich dachte. Die Masse, die war Kühlschrank kalt, die konnte ich gut formen. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich die nicht formen kann. Ging aber ganz easy. Und hier ist ja gerade auch so ein Stück rausgefallen, da habe ich probiert, ist auch mega heiß. Ich dachte, es zerläuft ein bisschen mehr, aber eigentlich, ja klar, mit den Makaronis, die halten es, die haben mir über Nacht auch noch gequollen. Das war jetzt eine Nacht im Kühlschrank. Von daher ist das schon gut, dass das so ist. Und Leute, was sollen wir jetzt reden? Das Ding muss im Mund. Also, ne, probieren wir für euch. Guten. Alter. Boah. Oh, Scheiße. Boah, ist ja lecker. Boah, ist ja lecker, Leute. Boah, die Mako, also die Mac and Cheese von gestern, die war schon geil. Aber das jetzt in Kombination mit dem Burger, ohne Scheiß, da braucht er nicht viel mehr drauf. Noch ein paar Zwiebeln vielleicht drauf, ein paar rohe Zwiebeln würden auch gut drauf passen. Das wäre noch so eine Nummer, wo ich sagen würde, könnten wir vielleicht drauf machen. Aber ansonsten, boah, ist ja lecker. Ich muss noch einmal so ein bisschen was abbeißen. Boah, super gut. Heute ist Sohnemann und Frau hinter der Kamera. Ich denke mal, die wollen auch mal probieren, wa? Ha? Soll ich die Hälfte, wollte mal rüber, soll ich die noch mal vierteln? Mach mal. Wolltest du dich noch bei irgendjemandem bedanken für das geniale Rezept? Für die geniale Idee? Nö. Chefkoch.de oder was? Nee, gar nicht. Für Mac and Cheese? Für das Mac and Cheese Burger. Ah ja, die Idee zu dem Burger-Ding, die ist nicht nur mir gekommen, die habe ich natürlich mit Steffi erarbeitet. Na, sagen wir es mal so. Wir hatten beide unsere Ideen so dazu gegeben. Aber wie gesagt, ich habe euch am Anfang gesagt, ich habe das mal in so einer Ami-Show gesehen. Oder wir beide, ne? Mhm. Und das war mega krass. Ja, Leute, ey, was soll ich euch noch erzählen? Das war einfach geil, das könnt ihr easy nachmachen. Wenn ihr Mac and Cheese macht, macht nächste Mal ein bisschen mehr. Dann habt ihr für den nächsten Tag eine geile Idee, wie ihr einen Burger machen könnt. Wie gesagt, habe ich auch schon am Anfang gesagt, schreibt mal hier drunter, ob ihr nächste oder übernächste Woche oder so, wie wir dazu kommen, mal einmal das Mac and Cheese. Ich glaube, da kann man ganz gut im Dutch Oven machen. Ja. Ne? Wie wir es im Dutch Oven machen. Dann würden wir ein Video mal nur das machen. Mal ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch mal war dabei. Irgendwann lassen wir einfallen. Naja, auf jeden Fall. Leute. Geiler geht nicht. So, wir ballern jetzt hier noch ein bisschen rein. Was sagt ihr eigentlich dazu hier? Ja, was sagt ihr? Schmeckt nicht? Also da hinten kam nur mega geil und da kam der Daumen, also mega krass. Also wirklich, Leute, das ist schon eine geile Nummer, ey. Immer wenn jetzt sowas überbleibt, möchte ich dann den Burger essen. Ja, das wisst ihr, habt ihr gehört, ne? Immer wenn Mac and Cheese jetzt überbleiben, gibt's am nächsten Tag Burger. Also, neue Family Rule.
Leute, wir sehen uns.